Meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen LS17 Let's Play Singleplayer Projekt. Wir befinden uns auf dem, wir befinden uns auf dem Burger See. Und das, meine Freunde, das wird mit, also hoffen wir mal, ne, eines der längsten LS17 Projekte, die ich hier gespielt haben werde, werden habe, je nachdem, wie auch immer. Ihr habt nun am Samstag und am Sonntag jeweils die Map-Vorstellungen dieser Karte gesehen, rund eine Stunde, und dabei haben wir noch längst nicht alles gezeigt, was auf dieser Karte möglich ist. Es ist einfach das Krasseste, was FSM bis jetzt hier gebracht hat, und ich denke mal, oder ich hoffe mal, wir werden sehr viel Spaß mit dieser Karte haben. Ja, ich werde das ganze Ding als Singleplayer-Projekt machen, auch wenn viele sagen, oh, das geht im Leben nicht. Ja, ist, denke ich mal, es geht doch. Wir werden mit Curseplay arbeiten. Wir spielen auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Wenn das zu einfach ist, stelle ich später noch auf Mittel um. Dass wir aber, denke ich mal, alleine hier relativ mittelstädtisch durchkommen, ich weiß es nicht so genau. Weil jetzt gleich wieder die Frage erscheinen wird, ja, wann kommt denn jetzt endlich die Karte, Junge? Die Karte kommt für alle öffentlich, wohlmöglich, also das war der letzte Termin, der mir genannt wurde, und der ist auch relativ safe, am 10. Juli dieses Jahres. Das dürfte theoretisch nächste Woche, ich check das zwar gerne jetzt nochmal von euch, für euch ab, aber das dürfte theoretisch der Montag nächste Woche sein. Ich erzähle mich jetzt nicht alles durch, oder? Ja, Montag nächste Woche. Bis Donnerstag. Diese Woche ist diese Karte erstmal exclusive. Oh, dass ich das mal sagen darf. Oh. Ja, diese Karte erstmal exclusive für, oder bei mir. Ab Donnerstag startet dann der Exit, auch ein Let's Play auf dieser Karte. Und ab Montag ist sie dann für euch alle zur Verfügung. Bevor dann jetzt wieder rumgeheult wird, ja, wie viel exclusive, warum du, bla bla bla. Soll ja solche Leute geben. Ich arbeite mit FSM schon eine lange Zeit zusammen. Wir betreiben auch sehr rege Kontaktpflege und deswegen hat man dadurch auch eventuell mal das ein oder andere Privileg. Unter anderem jetzt hier einfach die Karte schon mal vor Release euch zu zeigen bzw. gespielen zu dürfen. Aber ich möchte auch FSM etwas zurückgeben für das Ganze. Erstmal für die tolle Arbeit und dann natürlich auch für diese Kooperation hier. Und zwar alle Werbeeinnahmen, die auf dieses Video hier landen, auf dieses erste Video, weil das erste Video immer das ist, was eigentlich theoretisch klicktechnisch am meisten einschlägt. Die vollen Werbeeinnahmen, die jetzt innerhalb der ersten Woche hier zusammenkommen, ja, werden ich später FSM als Spende, ja, überweisen. Deswegen liked das Video, teilt das Video, zeigt es allen euren Haustieren und Eltern, auch wenn sie nicht wissen, was LS17 ist. Generiert hier schön Klicks auf das Video, damit dementsprechend auch Werbeeinnahmen. Also schaut auch bitte die Werbung oder gerne die Werbung, je nachdem. Und das, was hier alles zusammengekommen ist, werde ich später auflisten, und die 100% gehen an FSM. Ich denke, das ist eine gute, eine faire und eine dankbare Aktion, und wir starten jetzt. Ja, wie schon gesagt, wir starten hier an dieser Ruine. Ich bin noch leicht verschnupft, falls man das hört, sorry. Das sollte jetzt die nächsten Tage weggehen. Und haben hier nichts bis auf diesen ach so tollen Wohnwagen hier, der immerhin 300.000 wert ist, ja, weil der an einen Sammler verkauft wird. Und damit haben wir 350.000. Natürlich habe ich mir jetzt schon mal eine Platte gemacht. Wie starten wir jetzt hier? Ja, wir haben riesige Wirtschaftszweige. Essentiell am Anfang. Wichtig ist aber erstmal Holz, denn wir brauchen Hackschnitzel, Bretterpaletten und so weiter und so fort, um irgendwie erstmal im Sägewerk zu kommen. Und ihr habt hier, wie gesagt, hier hinten eine integrierte Hilfe drin. Und das Sägewerk sagt mir, wo ist es hier? Er sagt mir Bäume, Flüssiggas, Arbeiter, Hackschnitzel, Bretterpaletten. Aus diesen Bretterpaletten bauen wir dann natürlich, ne, aus der HPI, Leerpaletten, Leerkartons, Holzkisten, Holzfässer. Das brauchen wir essentiell im Überfluss, weil fast jede einzelne Produktionsstätte Leerpaletten braucht. Das heißt, wir gehen erstmal in den Forst. Gar nicht so schlecht, ne? Natürlich, Flüssiggas brauchen wir, das kriegen wir aus der BGA, das heißt wiederum, wir müssen etwas Silage oder ähnliches machen, und das werden wir dann dementsprechend auch tun. Wir kaufen uns jetzt aber erstmal als allererstes eine Kettensäge, das ist essentiell wichtig. Wir haben hier das Clickstar-Pack drauf, das Fortuna-Pack, das Holmer-Pack, alles FSM-Standard. Ich habe noch zwei, drei andere Mods mit drin. Tools-Pack? Oh, alles klar, alles von FSM. Ich habe noch zwei, drei andere Mods mit drin, unsere üblichen Skripte, Curseplay, wie gesagt, mit am Schlüsselmanissel.
Und jetzt müsste ich erstmal die Kettensäge vor Aufregung finden. Nimm einfach die hier. Ist gekauft, die Husqvarna. Und weil einen Trailer haben wir ja hier schon und wir haben auch schon ein Auto. Ne? So ist es ja nicht. Ist so die Sache, sollte man das und das jetzt kombinieren, wenn uns FSM das hinstellt? Eigentlich ja. Ich habe hier noch nicht die Handbremse wegbelegt. Das ist eine Doppelbelegung. Wenn uns das FSM so hinstellt, würde ich sagen, ach, was soll der Geiz? Wir könnten es versuchen. Auf der anderen Seite, ich habe natürlich auch fürs Forst noch was anderes da, das müsste man sich aber ganz gut überlegen. Das ist dieser Timber Runner, ne? Autoload, kennen wir aus dem vorhergehenden Dinger und kosten 19.000. Dafür brauchen wir aber auch einen LKW oder ein Dings natürlich, wo man es dranhängen kann mit Dolly. Allerdings sind wir beim LKW, bra, bra, bra. Sind wir beim billigsten bei 124.000. Ach ne, der Iveco, der geht ja auch noch für 90.000. Da haben wir aber immer noch keinen Traktor. Den Traktor müssen wir sich auch nochmal leisten. Wir wollen ja auch ein bisschen was. Wir haben auch keinen Drescher. Wir haben in dem Fall eigentlich gar nichts. Ja, mit was wir uns hier die 300.000 aufrüsten könnten. Sollen wir mal eher die Karre verkaufen? Ach komm, wir verkaufen das jetzt erstmal sicherheitshalber und investieren. Ja, wir gehen gleich mal den aggressiven Schritt und investieren. Wir setzen mal hier den Marker, dass wir dort auch hinkommen. Ja, wunderschön, dass wir hier schön in dieser Schlammpfütze drinnen stecken bleiben. Und dann geht es erstmal los in den Forst. Und wie wir es ja schon gelernt haben, es gibt mehrere Forstwege. Einer von den Wegen ist der unter anderem, dass ich erstmal komplett falsch fahre, trotz Marker, oder? Ach nö, geht eigentlich. Ja gut, kann man halten wie ein Dachdecker von vorne bis zur normalen Straße. Das ist der eine Zugangsweg über die Brücke, die man erstmal bauen muss. Also um dort Holz abzuladen. Ja, jetzt ist so die Frage, ich habe es mir natürlich nicht angeschaut. sind da Bäume in der Nähe, die haben einfach mal so wegholzen können? Das wäre mir sehr angenehm, muss ich gestehen. Dass wir dann einfach die Brücke bauen. Naja, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Also erstmal unser erstes Ziel auf dieser Karte, Holz. Weil ohne Holz geht gar nichts. Ja. Weil wir kriegen dann aus den Hackschnitzeln, die wir rauskriegen, müssen wir zur Pelletfabrik. Ja, die Pelletfabrik macht, Quatsch, ja doch, zur Pelletfabrik, die macht das Hackschnitzel Pellets, haha, ne, logisch. Und aus den Pellets machen wir Strom, ja. Strom brauchen wir wiederum für die Zulieferbetriebe. Oder für 90% dieser Zulieferbetriebe. Das heißt, wir kommen eh nicht rundrum, ne, also von daher müssen wir dann eh erstmal in den Wald. Wir kommen nicht rundrum, wir müssen zuerst in den Wald. So. Ich wette ja mit euch, das Ding hat nicht offen. Nee, natürlich nicht. Ist ganz klar. Nö. Wann haben wir auf? 8 Uhr. Alles klar. Gut, dann spulen wir mal kurz an vor. Auf 8 Uhr morgens. Machen schon die erste Todsünde. Ne, die Chefkoch sagt, mehr wie mal 5 sollte man nicht. Aber Chefkoch, wir müssen sie mal herausfordern. Muss ja gehen. Es können zwar Bugs immer entstehen, ne, aber es muss ja gehen. Dass wir jetzt hier erstmal den Händler öffnen. Ich habe auch das 12.000er Vorspulen drin. Werden wir den sind jetzt nicht allzu häufig einsetzen. Um einfach die gröbsten Bugs hier zu vermeiden, die eventuell dadurch entstehen könnten. So. 8 Uhr morgens oder eine Minute vor 8 Uhr morgens öffnet bitte eure Tore. Ein Wahnsinn. Boah, die lassen sich Zeit, ne? Die lassen sich Zeit, das Ganze hier zu öffnen. So. Das ist mein Händler. Was ist das? Ah. Okay. So, dann machen wir das einmal zu. Jetzt müssen wir nur noch die Verkaufsstelle gefunden. So. Dann machen wir mal, das verkaufen wir. Jo. Und das Auto kaufen wir auch, wenn es denn möchte. Jo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann merke ich mal wieder, ha, neues Spiel. Man muss das mal wieder so machen, wie es halt ist. So, Pflanzen sterben aus, Wachstum schnell, Flügen aus, Güngestufe 1. Das hat er sich wenigstens gemerkt. Sehr freundlich.
So, das heißt, wir kaufen einmal Iveco in, machen wir mal grün. Drei Reifen, Trackräder? Okay, was sind Trackräder? Wir holen es uns einfach mal, so zack. Und dann gehen wir einmal in den Holzbetrieb rein. Und den Autoloader bitte mit Breitreifen. Dankeschön. Ansonsten, ich habe immer noch so kleine Kleinigkeiten hier drin, wie zum Beispiel hier, ne, Player Speed und alles, dass man sich auch relativ fix bewegen kann. Das sind also Trackräder. Okay. So mir. Ah ja, ne, okay. So, Handbremse raus. Wie gesagt, muss ich noch. Ist zu niedrig, die Handbremse zu lösen. Ach ja, ich muss erst Druck aufbauen, ich vergaß. Druckluftsystem. Muss ja auch sein. Gut. Wir sind ja immerhin auf einer FSM-Karte, ne? Nicht verwechseln. Ist jetzt relativ tricky gespawnt, das Ganze. Okay. Wunderbärchen. So, hätten wir das schon mal. Karte hätte ich gern. Jawohl. Das da oben ist das Forstgebiet. Man könnte da hoch, darüber, daran. Man könnte hier, das ist denke ich mal die kaputte Brücke. Oder? Nee, das ist die kaputte Brücke. Okay. Wir befinden uns jetzt hier. Deswegen würde ich eher sagen, wir fahren da raus, da rüber, komplett rüber. Nee, halt bis da und dann dort. Oder? Ja. Erstmal nicht über die große Brücke, sondern da, da und da. Gut, sollte man hinkriegen. Muss ich natürlich erstmal ein bisschen orientieren, Freunde, ist ganz klar. Och, ja, eine Nacksche. Hat bestimmt der Chef gemacht. So. Drehen wir ja. Keine Spiegel, das ist ein bisschen schade. Ein bisschen in der Außenansicht fahren. Ich habe jetzt erstmal auf den Seasons Mod verzichtet. Eigentlich wollte ich mit Seasons Mod spielen. Allerdings hat mir Werner gesagt, oder mal hat Werner gefragt, was er vom Seasons Mod hält. Und er hat halt so gesagt, naja, ist halt so eine Sache, wird zwar alles ultra realistischer, aber so für 15 Minuten Aufnahmen ist das eher immer so eine Sache, wenn man dann nicht vom Fleck kommt. Weiß ich nicht, wie ist da eure Meinung dazu, Seasons Mod? Ja, nein, vielleicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So. Und da haben wir den ersten Unfall gebaut. Alles ein bisschen enger hier. Wir werden jetzt natürlich in der ersten Folge oder auch in den ersten Folgen nicht allzu viel schaffen, das ist ganz klar. Braucht alles jetzt so ein bisschen seine Zeit, ist ja auf Langzeit angelegt, Freunde. Aber ich hoffe, ihr habt... Oh. Das ist eine Eisenbahnbrücke. Ja, ist doof, ne? Aber stimmt, das waren ja Eisenbahnen hier. Gut, dann gehen wir mal kurz zur Whiskyfabrik und wenden dort. Gibt ja trotz all dem relativ großen Freiraum. Ja gut, so aggressiv wollte ich es jetzt nicht machen. Danke, Tastatur. Gut, dann also doch unten lang, dann links hoch. Ne, dass wir ja schon mal ins Forstgebiet können. Wie gesagt, die Map ist ja hier, wie gesagt, auf Langzeit ausgelegt. Werden wir auch tun. Ich werde mich jetzt hier nicht so stressen. Ne, ist ganz klar. Und es ist ja noch nicht längst alles. Ne? Ihr habt ja selbst gesehen, es sind noch etliche Baustellen hier auf der Karte. Da werden die Jungs gegebenenfalls sogar noch was Neues mit einprogrammieren. Ich finde, also, ich stelle mir zwar die Frage, wie, wenn die Karte jetzt schon so ein bisschen am Limit ist, also nicht die Karte, sondern die Engine. Aber die kriegen das schon hin, sind Profis. So, ich überhole mal, wenn es angenehm ist. So, jetzt hier rein. Das kann ja was werden. Steinschlauch, ja, ist klar. Guckt euch das an, wie geil das einfach aussieht. Wie gesagt, da wurde sich wirklich mal Gedanken drüber gemacht, wie das aussehen soll. Ja, 5 km/h. Warum? Ach, das ist die kaputte Brücke, ja.
Ja, mal kurz auf 0. Hier wird Bauholz benötigt. Ja, jetzt normales Holz oder... Ja, doch, normales Holz, würde ich mal fast behaupten, ne? Weil Bauholz kenne ich jetzt in dem Falle so nicht. Hm. Ist aber auch ein bisschen gemein, muss ich gestehen, weil... Ja gut, hier kommen wir auch... Sind das fällbare Bäume? Ja, ne? Das geht. Geht der hier? Ne, das ist nur Deko. Das ist nur Deko. Die da oben gehen. Wisst ihr aber, was dumm ist? Also nicht was dumm ist, was blöd ist. Ich komme mit der Maschine nicht hier hoch. Oder? Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Da, oder? Kommen wir einfach umgehen, würde ich sagen. Hier rein, darüber. Ja, warte mal, dann machen wir das erstmal so. Drücken wir erstmal wieder rückwärts raus. Das kann natürlich auch lustig werden. Weil ich komme hier. Ja doch, hier steht ein Baum, den könnte man fällen, aber. Wir versuchen es erstmal hinten durch. Gucken wir mal, was dabei passiert. Ich hätte vielleicht das vorher erstmal zu Fuß erkunden. Ja, zu Fuß erkunden sollen. Ja, ich bin der Rückwärtssetzprofi. So. Gut, da gucken wir halt erstmal sicherheitshalber mal noch den Warnblinker an, ne? Nicht, dass einer von hinten kommt. Ja, ganz schön in die Knie hier, meine Güte. Halt. Wollte ich das Straßenverkehrsschild mitnehmen? So, mal kurz ab in die Hecke. Kurz am Auto vorbei. Oder auch nicht. Das Auto macht mir jetzt schon Kopfschmerzen. Dankeschön. Gucken wir mal. Jo, die nächste Laterne. Da jetzt vorne links. Oh, das ist ja ein Berg dazwischen. Hä? Achso. Ja, ach. Ja, ist ja die Bahnstrecke, ist voll Pfosten. Okay. Nee, das wird halt so dann wo eher doch nichts. Also machen wir was, das macht jetzt schon meinen Kopf kaputt. Der eine Baum wird nicht reichen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eher so angedacht, wir fahren umrum nein und machen dann die Brücke ganz. Das heißt wiederum, wir müssen da oben hin. Na, Brustmahlzeit. Okay, gut. Versuch, was wäre. Ja, okay. Ich weiß, es ist eine lange Fahrt, aber du bist erst neu gekauft. Du musst nicht schon sofort rumstreiken. Ey, Metal, geh doch dran. Danke. Gut, dann müssen wir uns erstmal eine etwas größere Fahrt hier auf uns nehmen, dass wir wieder nach da oben kommen. Und von dort aus dann halt darüber. Kann vorkommen. Mal kurz gucken, wie weit. Ja, eigentlich da, dann da komplett hoch, dann da schräg hoch. Ne? Also geht eigentlich. Müssen wir nicht komplett über den ganzen Jordan fahren. Der Iveco dreht sich genauso wie der MAN. Haben wir mal wieder die Laterne mitgenommen. Wir fahren mal ein bisschen weiter aus. So, alles gut. Ja, ihr merkt schon, einfach mal so drauf losfahren ist nicht.
Gut, habe ich auch nicht getan. Ich habe mir vorher natürlich intensiv Gedanken drüber gemacht, was wir machen. Gut, also jetzt mal ohne Joke habe ich wirklich. Also, ne, ich habe gedacht, ne, machen wir erst Forst und dann das und das und das und das und das, ne? Gut, die Wege hätte ich mir vielleicht noch ausmalen sollen. Aber ich hatte eigentlich gedacht, so an der Brücke sind wenigstens ein paar Bäume, die man dann mal mit einer Maschine vielleicht da so drauflegen kann. Ne? Weil es ergibt ja eigentlich keinen Sinn, weil wenn wir vorne, also doch schon, aber wir fahren jetzt um, nein, ne, sammeln Holz, dann fahren wir wieder andersrum und laden dann dort das Holz aus, zum Beispiel, ne, um dann die Brücke zu bauen. So, das würde gehen. Außer, natürlich, man nimmt sich noch einen Kran, das ist ganz klar, rechts vor links, beziehungsweise da steht eigentlich Stopp. Da hätte man rein gekonnt, oder? Einfach mal kurz. Außer man nimmt sich jetzt einen Kran und schleppt das Holz dann, also ne, hebt das Holz von der einen Seite auf der anderen Seite in diesen Trigger rein. Dafür bräuchte man aber erstmal einen ordentlichen Kran. Und ich glaube, das ist auch finanziell nicht aufwendbar momentan. Würde ich mal fast behaupten. Oh, Karte bitte. So, dann fahren wir mal weiter hier durch diese wunderschönen Landschaften. Okay. Sind wir jetzt gleich hier oben angekommen und da geht es dann zum Forstgrundstück. Gott sei Dank. So, Mahlzeit. So, was steht hier? Store Farm 1, ja. Da wollen wir ja nicht hin, wir wollen hier hin, wir wollen ins Forstgebiet. Sind wir da richtig? Das sind wir richtig, das sieht richtig aus. Ja, Achtung, Züge. Das ist wirklich geil gemacht, muss man lassen. Ja. Ah ja, okay, hier. So, Sesam, öffne dich. Gut, ich öffne dich selber. Und schon sind wir im Forstgebiet. Vorne natürlich noch ein bisschen tiefer, nice, ganz klar. Um irgendwie erstmal eine Stelle zu finden, die angenehm ist. Irgendwie Abzweigungen etc. pp. Ja. Ja, erstmal bitte nach oben fahren, öfter. Sieht aber wirklich schön aus. Schönes Forstgebiet. Och, wo geht's denn hier hin? Ach, da geht's da oben raus, okay. Obwohl. Geht's da und. Ach ne, da kommen wir in ein Gebiet. Also so ein richtiges. So ein Dings halt. Wir fahren einfach mal rein. Ah ja. Hier kommen wir richtig fällen auf Deutsch. Hier geht auch, wie gesagt, die schöne Zugstrecke lang. Wahnsinn. So. Wir sind im Forst angekommen. Wahnsinn. Hat jetzt ja nur, ne, 23 Minuten gedauert. Gut, dann wollen wir mal das hier alles mal zu. Flackert alles ein bisschen aggressiv. Ich habe die Kantenklettung momentan wieder angemacht. Ich hatte die ausgemacht wegen OBS. Hat mich dann aber doch zu sehr gestört, dass die Kanten zu sehr flimmern. Und Achtung. Sehr schön. So. Wo ist denn das hier reinge... Ach, da liegt noch einer? Liegt hier am Boden? Och, ein bisschen arg verzwickt hier. Wir machen mal grobe 10 Meter Stämme. Ja. So. Und dann einmal, boah, so. Sehr gut.
Dann einmal den da. So, und der Rest ist dann eh nur noch Gestrüpp. Aber was zur Hölle ist hier passiert oder los oder... Auf jeden Fall ein Baum ganz gut umgefallen. Da blockiert mir ja so komplett hier mal die Sicht, wie man so schön sagt. Deswegen lassen wir den Baum dann mal lieber in die Richtung umfallen. Jawohl. Das ist mir dann angenehmer. Das sind aber ein paar lange Oschis, also da haben wir definitiv was davon. So, gucken wir mal. Dürfen halt nur nicht größer werden wie 10 Meter. So. Wunderbar. Haben wir hier schon mal zwei. Wo zur Hölle ist mein Jupiter? Ups, sehr gut. Stoppen. Bevor es hier weitergeht, müssen wir den auch umlegen. Sehr gut. Hui, ui, ui. Der springt aber ganz gut. So. Gut, dann einmal den hier. Stopp, das war zu viel, das reicht. Als Flaggung könnte auch noch ein Bild davon kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das so aggressiv seht. Dass die Grafikeinstellungen gerade noch ein bisschen runtergeschraubt worden sind. Weil ich jetzt die Engine nicht zu sehr herausfordern wollte. Weil die Karte verbraucht schon Leistung. Also wenn ihr jetzt noch ein... Keine Ahnung... Ein Single-Core habt, ne, mit einer Nvidia, weiß ich nicht, von 2002, wird das wohl alles ein bisschen schwierig. Mit der Karte hier, das sollte man noch dazu sagen, ne, ist alles ein bisschen leistungsintensiver. Sollte aber ja klar sein, bei so einem Umfang. Weil selbst hier gehen jetzt so die FPS, ja, doch, es geht aber eigentlich. Ja, die FPS springt zwar immer mal 10 Bilder hin und her. Kriegt das normale Ohr eigentlich jetzt nicht so mit, aber... Schauen wir mal, dass wir uns erstmal hier so eine, wie soll man sagen, so eine kleine Basis aufbauen, ne, von das Ganzen. Aber Freunde, es sind schon wieder 30 Minuten rum, ein absoluter Wahnsinn. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wollt ihr noch eine zweite Folge heute haben? Wollt ihr die noch? Dann lasst gerne ein Like da. Wie gesagt... dass die ersten Videoeinnahmen von, die ersten, genau, die ganzen Werbeeinnahmen von diesem ersten Video hier gehen dann als Spende an FSM, wie gesagt, deswegen lasst mir gerne ein Like da, teilt das Video, wie gesagt, mit allen euren Haustieren, dass das bitte Klicks kriegt, schaut gerne die Werbung an und tut FSM damit was Gutes, ohne dass ihr dafür selber finanziell in die Tasche greifen müsst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, eventuell heute noch, eventuell morgen, schauen wir mal, bis dann, auf der Renne, peace and out.